Moin Leute, grüßt euch. Ja, wir sind hier mal heute mit zwei Hunden in Karpen. Kennt ihr vielleicht? Das ist die alte Puddingfabrik, wo die SM-70-Minen hergestellt worden sind. Das Gesamtgelände, ehemalige Wehrmachtsmuna, die großen waren da drauf. Und ja, wir schauen uns das mal an. Aber einen Hund müssen wir jetzt wegbringen, weil die vertragen sich überhaupt nicht. Ja, darum gehe ich immer ungern mit Hunden los, wenn es vor allem ganz mehrere sind, die sich nicht vertragen. So, bis später mal. Ja Leute, das war die alte Puddingfabrik. Ja, nannte sich so. Chemische Werke, Sprengstoffherstellung und die von Minen. Deckname Puddingfabrik. Das war alles, Leute, top secret damals hier. Herstellung von Minen, Sprengstoffen und sonstigen Erzeugnissen. Ja, hier ist die ehemalige Werksanfahrt vom Chemiewerk Karpen. Das war alles Westdeutsch. Na gut, hier war nur die Werkseinfahrt. Ja, kann man sehen, wie gesagt, das ist alles runtergerockt hier. Irgendwie waren das hier mal Hallen, womit Chemie hantiert wurde. Wegen der Kacheln. Aber es sieht ja furchtbar hier aus. Das ist ja die reinste Müllkippe hier. Was die hier unter anderem mit produziert haben, an Lost und sämtliches. Lost? Also, da streiten sich ein bisschen die Geister, weil das die Sache ist, du hast hier, ich sag mal so Altgräfen Heinichen und Oranienbaum hat hier damals gearbeitet. Ja. Das wusste aber keiner, was der andere macht. Ganz hinten ist noch ein Gebäude da. So Leute, das ist die ehemalige Chemiewerke. Chemiewerke Karpen hier. Und in diesen Hallen hier wurden unter anderem damals die Minen gefertigt. Mein Gott, ist das ein Lost Place. Alles reingekippt. So. Hier waren die chemischen Anlagen mal drin. Kann man auch sehen, dass hier irgendwelche Trichter drin waren. Aber schöne Graffitis. So. Ja, hier wird nur Müll abgeladen, Leute. Das waren die Chemiewerke Karpen. Ja, hier war noch, das ist die Frage, ist das Original DDR oder ist das hier noch schon von der Wehrmacht? Das weiß ich nicht. Hier war auf jeden Fall etwas, das kenne ich aus Sprengstofffabriken. Diese komischen Behälter hier. Die kenne ich aus solchen, können auch Öfen gewesen sein. Mit Schamott, da sind Steine drin, hitzefeste Steine. So. Hier lebt noch der Geist der DDR. Wow.
Leute, guckt euch das an. Was auch immer hier mal drin war. Atmosphäre hier drin. Einfach Wahnsinn. Alles so. Weiß nicht. Unheimlich. Hier wurden ja auch die Minen hergestellt. 1974. Das ist echt irre hier. Wenn es entkernt ist.